Und wir sind im Februar, eine Reise in die Vergangenheit. Und da haben wir einiges gehört. Unter anderem standen ja noch zwei Folgen der Blackout-Stories aus, die uns ja richtig gerockt haben. Und es gab noch die Folge 7, Transformation, und Folge Nummer 8, Tiger. Ja, Folge 7. Wir sind in Frankreich, genauer gesagt in Paris, und sind dort unter einer Brücke mit einem Obdachlosen, der Abschied nimmt und sich ein Hotelzimmer nimmt mit dem erbettelten Geld und sich dort das Leben nehmen will. Was allerdings aufgrund des Blackouts nicht funktioniert. Dann erleben wir aber nicht nur seine... Darf ich mich gerade dazwischen schmeißen? Ja. Ich fand das sehr, sehr gut gemacht, weil man es halt nicht ausspricht. Ja. Aber man hört genau, was passiert, und man kann sich da genau vorstellen, was da passiert. Und das fand ich sehr, sehr, also das war schon mal, da hat das Ding schon für mich gewonnen gehabt an dieser Stelle. Ja, wollte ich nur kurz dazwischen werfen. So erzählt man Hörspiel. So macht man es richtig, ja. Aber er ist nicht der Einzige, sondern er trifft auf einen, quasi aufs Gegenteil, sage ich jetzt mal, nämlich einen Bitcoin-Millionär, der natürlich aufgrund des Blackouts so ein bisschen Bedenken hat, dass seine Millionen den Bach runtergehen, wenn nämlich die Server alle ausfallen. Und so will er sich nach, wo wollen sie hinfahren? Ans Meer fahren, weil da eben so eine Serverfarm ist. Ja, um da mal nachzugucken, ob da mir mit dem Notstromaggregat noch alles funktioniert. Ja, aber wie hinkommen, ne? Gar nicht so leicht, denn ja, man kann ja vielleicht mal ein Auto kurz schließen, okay. Aber ja, was macht man denn dann? Wie soll man denn tanken? Und so weiter und so fort. Und so begeben sich die zwei, die dann eben, wie es so ist, zusammentreffen. Und zwar, ich will eigentlich nicht mehr verraten, tatsächlich. Fällt mir jetzt gerade auf. Nee, kann man wenig verraten. Ja. Verrät man einfach zu viel. Ja. Es ist, also sie lernen sich unter interessanten Umständen kennen, treffen aufeinander, die Welten prallen dort aufeinander und sie machen sich eben auf ans Meer. Und was da unterwegs passiert, ist halt, ist hochinteressant, geht sehr zu Herzen an vielen Stellen und ist toll geschrieben, toll geschauspielert und ist eine sehr schöne, unglaublich kurzweilige Geschichte. Ja, fand ich auch. Sehr gefallen hat. Ja, also einzige ist halt, die Prämisse ist halt ein bisschen vorhersehbar und kitschig, aber das ist, ach komm, geschenkt. Aber wie gesagt, dafür das Drumherum, die Details, das ist alles perfekt und ist wirklich sehr stimmig und das unterhält wirklich gut. Ja, und das geht auch zu Herzen. Das ist auch so ein kleiner Ausreißer, was das anbelangt, finde ich. Ja, in meine andere Richtung, ja. Ja, ist eher so, was die Emotionalität anbelangt, Richtung warum? Weil es halt doch eher so, ja, zu Herzen geht, würde ich jetzt mal sagen. Was jetzt nicht heißt, dass die anderen... Es hat halt auch paar positive Vibes, ja. Ja, genau, richtig, ja. Ja, und dann kommen wir zum großen Abschluss. Apropos positive Vibes. Tiger, ja. Tiger, wir hören gleich Marco Göllner und wissen, okay, wenn Marco Göllner mitspricht, dann wird es ja wahrscheinlich auch von ihm sein. Und das ist halt auch wieder so eine Göllner-Geschichte. Ganz interessant, es geht nämlich los mit einem Funkspruch, den die Figur, den Marco Göllner spricht, aufgreift. Und zwar in Polen spielt das Ganze. Und am anderen Ende der Leitung ist Liska. Und Liska, da bimmeln ja sämtliche Glocken, ein doch sehr außergewöhnlicher Name. Ja, es ist die Liska aus der ersten Folge. Und Liska, erfahren wir, hat dort gewohnt und ihr Vater lebt immer noch dort. Und sie unterhält sich eben mit dieser Figur, die Marco Göllner spielt, der in diesem Dorf auch aufgewachsen ist, zusammen mit ihr, und sich wie alle anderen gefragt haben, was aus ihr geworden ist. Und Liska will mit ihrem Vater sprechen, was aber nicht so einfach ist, denn der wohnt dort nicht mehr und wohnt irgendwo im Wald. Und führt so ein Einsiedler-Dasein, und Jakob, so heißt die Figur, verspricht ihr, den Vater ans Funkgerät zu holen, und macht sich dann eben auf und ja, ist aufgrund des Blackouts allerdings alles ein bisschen kritisch, na, weil einfach mal so durch den Wald gehen, und das sind dann schon doch die ein oder anderen Tiere unterwegs. Eigentlich muss man jetzt auch wieder aufhören zu erzählen. Das ist auch extrem kurzweilig. Ich hatte den Eindruck, es mag bescheuert sein, aber ich habe damals von Goethe die Novelle gelesen, in der Schule, musste es lesen.
und fand damals die Novelle ziemlich cool. Das hat mir Freude gemacht. Kann das sein, dass das vielleicht so ein bisschen eine Inspirationsvorlage war? Oder ist das zu weit hergeholt? Schon, oder? Denn es kommt da eben, ja, da verrät man jetzt vielleicht noch nicht so viel, wie es der Titel schon sagt, zu einer bestimmten Begegnung. Und oh, ja, das wird heftig und spannend bis zum Anschlag. Sowas kann Marco Göllner ja ziemlich gut. Und ja, das Finale dieser Folge ist sehr packend, fand ich. Und das ist sehr schön, ja. Man ist voll dabei, also man ist da mittendrin und ja, hört euch das über Kopfhörer an, kann ich nur dringend raten. Und ja, lasst euch da reinziehen. Es ist, also ich fand es toll, wirklich ja, toll. Sehr schöne Serie. Tja, ein Kleinod. Großod. Groß und im Kleinen, ja. Leider so ein bisschen versteckt in so einem Podcast, aber ja. Wer sucht, der findet. Ja, also hört euch die bitte alle an. Die sind alle auf ihre Weise ganz toll und einzigartig und speziell und ja, muss man anhören, finde ich. Absolut. Ja. Ja, schnibbelt euch die Werbung einfach raus. Ja, und auch bei Dark Holmes ging es weiter, unter anderem mit Folge 9, Misstrauen, am 24. kam sie raus. Da geht es erstmal sehr hoch her, es geht um Drogen und um den ominösen Nachtclub, in dem Lucy auch arbeitet. Und wir begleiten am Anfang im Endeffekt Lucy bei ihrer Arbeit. Sie gesellt sich zu einem Politiker und dieser Politiker scheint sich irgendwas eingeschmissen zu haben und ja, verstirbt tatsächlich in ihrem Bett. Ja, sie steht unter Mordverdacht und wird verhaftet. Ist jetzt die Frage, wer diesem Politiker etwas untergeschoben hat oder ob das ein Unfall war im Endeffekt. Aber es ist eben alles ein bisschen fishy, denn tatsächlich scheint das im Zusammenhang mit dem Fall um Holmes zu stehen, denn auch Holmes wurden ja damals Substanzen verabreicht, die ihn ausgenockt haben, wodurch er eben dann auch vor Gericht gelandet ist. Ja, und es geht jetzt eben darum, um Lucy rauszupauken. Und dafür wendet Holmes einen sehr interessanten Kniff an, den man nicht so ganz durchschaut. Also man hat so eine Ahnung, so eine gewisse, aber ja, dieser Verdacht bestätigt sich erst relativ spät. Und was eben wirklich sehr, sehr schön ist bei der Folge, ist, wie sich das zu diesem Finale hochschaukelt, bei dem man zwar auch immer so ahnt, in welche Richtung das weitergehen könnte, aber dass das dann wirklich so durchgezogen wird, ist schon sehr spannend und interessant und voll auf die 12. Das mag ich ja auch immer, wenn da nicht geknausert wird, sondern wirklich volles Brett das Ganze inszeniert wird und auch was die Story anbelangt, da kein Blatt vom Mund genommen wird. Ja, das macht wirklich Spaß, muss ich sagen. Ist sehr kurzweilig und ja, wie gesagt, diese gewisse Einschränkung ist halt immer, dass man immer so ein bisschen wieder braucht, um reinzukommen, aber ja, alles gut. Was ich auf jeden Fall machen werde, ist, wenn dann alle draußen sind, 12, 13, wie viel sind es? 14? 12, 13, 14? Ich glaube 13 waren es, oder? Waren 13 ist eine schöne Zahl, ja. Also so bis Ende April geht es jedenfalls. Ja, dann werde ich mir die alle nochmal am Stück reinziehen. Ja, doch, muss ich sagen, ist eine Serie, die wirklich Spaß macht. Worauf ich mich auch mittlerweile immer freue tatsächlich, wenn da eine neue Folge kommt. Und das ist auch immer eins der ersten Sachen, die ich höre, wenn es was Neues gibt. Das klingt gut. Bitte weitermachen. Ja, ich habe auch eine Folge Der Alte und der Kommissar gehört. Zu schön für einen Mord heißt Folge 6 von Christoph Soboll bei Hermann Media. Wir sind im alten Stift, Adele Fuchs. Nicht wir. Möchtest das noch bitte von mir weisen? Es klingt manchmal so, aber... Nein, so ist es noch nicht, nein. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ein paar Jahre hoffentlich. Wochen. Adele Fuchs ist ja in diesem Altersheim, wohnt dort und kriegt auch immer mal mit der Oberschwester zu tun, dass so eine rigorose Person ist, die das nicht so gerne sieht, dass die Adele immer mal in Kriminalfälle hineingezogen wird, zusammen mit ihrem befreundeten Kommissar AD. Aber auch so ist es wieder der Fall, aber erstmal ganz unabsichtlich, denn Adele bekommt unter merkwürdigen Umständen, das ist alles ein bisschen sehr gedengelt, aber gut, das nehmen wir einfach mal so hin, die Möglichkeit an einem Schönheitswettbewerb teilzunehmen, wo eben auf Diversifizierung geachtet wird, dass eben nicht nur junge, sondern auch ältere TeilnehmerInnen mitmachen. Allerdings ist das alles ein bisschen merkwürdig, denn schon bei der Vorstellungsrunde schwingen da so komische Vibes mit, dass so ein paar dieser TeilnehmerInnen ja doch ein bisschen merkwürdig sind, sage ich jetzt mal. Und noch merkwürdiger wird es dann, als wirklich was extrem Drastisches passiert, nämlich ein Mord auf offener Bühne. Und wer ist da? Ne? Adele und ihr Kommissar AD.
Und schon stecken sie mittendrin im nächsten Mordfall, finden dann heraus, von wo dieser Schuss abgegeben wurde. Ja, haben da so einen Verdacht, wer da dahinter stecken könnte. Ja, so ermitteln sie eben und kommen dann so nach und nach hinter das Geheimnis dieses Mordes. Ja, das ist in Ordnung, würde ich jetzt mal sagen. Was ich an der Serie ganz merkwürdig finde, ist der Musikeinsatz. Das killt mich. Das killt mich total. Ich mag es ja auch immer, wenn Musik auch ausgespielt wird, aber die Musik läuft hier manchmal. Ich weiß, was man vorhatte. Man wollte das so vermissmapelisieren, so ein bisschen. Und spielt da immer so extrem lustige Musik ein. Aber da passieren halt schon krasse Sachen. Ich meine, da wird jemand erschossen auf offener Bühne. Ja. Und das kommt halt dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu lustig daher, finde ich. Ob der Dreste dessen, was da geschieht, das finde ich ein bisschen makaber, merkwürdig. Kriegt dadurch aber auch wieder so einen sonderbaren Anstrich. Aber gut. Ja, also das finde ich doch sehr merkwürdig. Das hat mich jedes Mal, wenn da Musik kommt, reißt mich das doch sehr raus. Dadurch ist das alles auch, wird der Flow so ein bisschen unterbrochen, sage ich jetzt mal, und wirkt so ein bisschen kastiger und nicht so rund. Und ja, das ist ein bisschen in Merkwürdigkeiten getaucht, würde ich jetzt mal sagen, was die Umsetzung anbelangt. Ansonsten, ja, das ist ganz nett, das kann man sich ganz gut anhören, dieses Gekabbel zwischen dem Füchschen und ihrem Kommissar, das ist alles ganz nett tatsächlich. Ja, ich meine, wenn man will, dann hätte man da auch noch ein bisschen, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt, aber Gesellschaftskritik mit reinbringen können. Weiß nicht, ob das dann das Ganze überfrachtet hätte, aber es hätte sich angeboten, finde ich, bei dem Thema. Und so wird es halt nur so angedeutet, so ab und an mal. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, ein bisschen mehr hätte man draus machen können, aber ist in Ordnung. Ein Krimi kann man sich anhören, aber wie gesagt, so ein paar Merkwürdigkeiten hat die Inszenierung und von der Geschichte her, ja, ist okay. Okay. So, ich komme dann mal wieder zurück in den Ring. Ich habe auch noch mal was gehört. Und zwar die Dreamland Grusel Folge 55, der Tag der Bestie aus der Feder von Markus Topf. Markus Topf hat sich dem Klassiker Die Nacht der Todesratte angenommen und hierzu einen zweiten Teil verfasst. Da muss ich gleich dazu sagen, ich kenne Die Nacht der Todesratte nicht. Du bist doch der Riesenfanboy von der Grusel-Serie, ne? Du hast doch hier alle Plattencover vor dir hängen. Also ich bin tatsächlich, ich mochte die früher sehr, hatte aber tatsächlich nur eine Handvoll Folgen. Okay. Also ich glaube ich, also so die letzten 4, 5 habe ich nicht mehr mitgekriegt. Da war ich dann wahrscheinlich schon zu alt für, als die rauskamen. Du hast nicht das Weltraummonster gehört? Nee. Das ist großartig. Und auch die Todesratte kenne ich nicht, seltsamerweise. Der war ja auch so eine der hinteren, oder? Ist auch eine spätere, ja. Ja. Ich hätte es jetzt anders eingeschätzt, das ist interessant. Ja, und dadurch war ich jetzt so ein bisschen, habe ich jetzt überlegt, hörst du die andere jetzt erstmal vorher? Nee, also kann man ja mal gucken, zur Not, wenn man überhaupt nicht reinkommt, kann man sie ja immer noch hören. Kann man tatsächlich auch, also man kann die auch sehr losgelöst hören. Es ist vielleicht ganz hilfreich, wenn man weiß, es gibt einen ersten Teil dazu. Aber das, was man hört, erschließt sich einem dann trotzdem, wenn man so zumindest mal so ungefähr weiß, in was es in der Nacht der Todesratte hätte gehen können, wenn man es denn gehört hätte. Dann wird die Story relativ schnell klar. Das Gute an dieser Folge ist, der Plot ist höchst einfach gehalten. Also da ist wirklich nicht ein Schnörkel zu viel dran. Das geht wirklich ganz gerade durch, wie das warme Messer durch die Butter. Das ist sehr einfach. Das ist, denke ich mal, für das Genre Groschengrusel gar kein Fehler. Bei anderen würde es da wahrscheinlich ein bisschen stören, dass es ein bisschen anspruchslos ist. Aber hier, wenn man sowas einfach als rein eine Unterhaltung sieht, ist das durchaus okay. Ein bisschen Schwierigkeiten sind einmal die Dialoge, die zum Teil halt auch sehr einfach und manchmal sehr in dieser typischen Groschengrusel 70er Jahre Sprache sind, was nicht so ganz toll ist. Das Schlimmste an dieser Folge ist aber leider das, was man in der Inszenierung mit den Sprechern macht. Okay. Und zwar spielt das Hörspiel in Frankreich. Oh nein, die haben dich eben an Akzent verpasst, oder? Ja, und zwar durch die Bank vollkommen unterschiedlich. Vom fast unverständlichen deutsch-französischen Kauderwelsch bis zu nur einem Hauch, wo er einem so in jedem zweiten Satz einfällt, oh, ich müsste mal irgendwas Französisch betonen.
ist da alles dabei. Es ist also weder konsequent, aber es macht auch überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, ich habe auch noch nie ein Sherlock Holmes Spiel gehört, wo die Leute alle einen englischen Akzent hatten. Also wir werden das später, werden wir auf französische Akzente nochmal kommen. Es macht einfach keinen Sinn. Also wenn das Ding in Frankreich spielt, sprechen die halt normal. Ich meine, es ist ja, es gibt ja keine zwei Stimmen, also keine zwei unterschiedlichen Sprachen, diesem Hörspiel. Das, aber so kommt doch die Atmosphäre viel besser rüber. Ja, unbedingt. Und dann noch im Hintergrund diverse Akkordeons. Ja, man hört auch immer, wenn sich so ein Sprecher das Baguette unter den Arm klemmt. Knusper. Ja, also das hat mich also zu Anfang schon ziemlich genervt, weil auch der Anfang ist auch, hat dieses typische, ja, Groschengrusel. Es steht eine Hochzeit an und alles toll und ja, und dann noch mit französischem Akzent. Ich weiß es nicht. Also da fehlt dann halt wirklich, also wo ich dann sage, da wäre es einfach nur mal gut, wenn man das Ganze mit 2, 3, 4 Leuten produziert, wo irgendeiner irgendwann mal Halt ruft und sagt, das müssten wir vielleicht anders machen. Ja, das ist, also ist schade. Also das hätte eine unterhaltsame Folge werden können, aber mich hat tatsächlich dieses ständige französische Akzent-Gedudel in unterschiedlichen Aussprachen doch sehr gestört. Naja. Ja. So, ja, da habe ich noch was ganz Schräges gehört. Okay. Ja, und zwar wurde Franz Hohler, ein Schweizer Autor, 80 Jahre alt. Und aus diesem Anlass hat der SRF gedacht, wir machen doch mal ein paar Hörspiele. Unter anderem gab es ein Hörspiel mit 2 kurzen Stories, die man in ein Hörspiel namens Ein Steinregen gepackt hat. Und das sind ja eher Märchen. Das zweite sogar eher so ein Gruselmärchen. Das erste geht darum, also es gibt eine Hotelküche und in dieser Hotelküche tauchen plötzlich Steine auf, die plötzlich in der Luft sind und einfach zu Boden fallen. Und das passiert immer und immer wieder und nimmt überhaupt kein Ende, sodass also irgendwann der gesamte Hotelbetrieb darunter lahmt, dass diese Steine kommen. Und ja, ein Hotelgast wird dem Ganzen auch gewahr. Und ja, dieser Hotelgast spielt dann auch eine immer größere Rolle, denn dieser Herr Schnetzelmann, der verbindet nämlich beide Stories, denn er verlässt irgendwann das Hotel, reist ab und will mit einem Omnibus auf eine Passhöhe fahren, um dort die Aussicht zu genießen. Just als er das macht, hört auch dieses seltsame Steinewerfen auf. Und die Geschichte leitet dann über in diese zweite Story, denn in diesem Omnibus trifft er einen Mitreisenden und mit diesem Mitreisenden spricht er und unterhält sich über einen Gasthof, der oben auf dieser Passhöhe lag und der leider nicht mehr bewohnt ist, weil er abgebrannt ist. Und während dieser Fahrt kriegt dann der Herr Schnetzelmann die Story dieses Gasthofs erzählt, der auch sehr merkwürdig war, denn der Erzähler, der war nämlich früher dort immer mal zu Gast und da war immer ein schöner Tisch mit einer besonderen Aussicht und er wollte eigentlich an diesem Tisch Platz nehmen, da stand aber ein Reserviertschild und es hieß dann immer, ja, er könnte da nicht sitzen, weil ist ja reserviert und die Gäste, die da kommen, ja, haben eben genau diesen Tisch gebunkert. Ja, und obwohl er da eben einige Zeit verbringt, als er wieder weggeht, saß da immer noch keiner an dem Tisch und das kriegt dann zur Antwort, ja, aber die hatten halt versprochen, sie kommen. Und das passiert dann bei jedem Besuch, den dieser Gast dann dort macht. Immer wieder ist dieser Tisch besetzt, bis dann eines Tages eine höher gestellte Persönlichkeit kommt und eben diesen Tisch fordert. Ja, was dann passiert, ja, das verrate ich jetzt nicht. Ja, es sind 2 schöne, interessante, originelle vor allem Märchen, die in angenehmer Schweizer Mundart, also man kann es wirklich doch ganz gut verstehen, was da zu hören ist, erzählt wird. Die zweite Story, das hat mich ein bisschen gewundert, denn die hat tatsächlich so einen schönen, durchaus gruseligen Unterton. Die hat man nochmal separat im Bereich SRF Kids als Hörspiel eingestellt. Ja, also ich weiß nicht, ob jetzt so die 8- bis 10-Jährigen, ob die da so unbedingt die Zielgruppe sind. Aber ja gut, vielleicht hat man da so ein bisschen in der Schweiz andere Hornhaut auf der Seele. Ich glaube, bei uns wird das direkt wieder rausgenommen. Das kann man nicht, kann man doch keinen Kindern vorhören. Gut, wir haben auch früher die Gruselserie gehört. Ja, okay, gut. Also hört da gerne mal rein. Ist also gerade wenn ihr Hörspiele mögt, die nicht so im gewohnten Stil erzählt sind oder wenn Story, die vielleicht
doch ein bisschen fantasievoller sind, als man das landläufig kennt. Also wirklich zwei schöne, märchenhafte Stoffe und die zweite sogar mit einem sehr, sehr wohligen Schauer begleitet. Also fand ich richtig gut. Cool, schön. Mhm. Ist notiert. Gut. Wie ging es denn mit dem Forever Club weiter? Ja, der Forever Club, ich habe ja, das ist so ein bisschen auf und ab. Letztes Mal muss ich ja so bitte ab, bitte leisten und sagen, ah ja, es ist ja gar nicht so schlecht, wie ich es gedacht hatte oder wie ich es nach der ersten Folge gesehen hatte. Es geht doch ganz gut voran und hat auch Schmiss. Das würde ich jetzt so langsam wieder revidieren, weil das Ding tröpfelt. Also ich hatte so bis Folge 10 beim letzten Mal gehört, aber jetzt so ab Folge 11, 12 ist da noch ganz schön der Flow raus und es zieht sich jetzt ziemlich lange um diesen Frank oder Frank, der als Hausmeister dort tätig ist und über dem also quasi doch da dieses Geheimnis und dieses Damoklesschwert schwebt, was denn da früher passiert ist. Mit diesem Unfall. Er war ja da mit im Auto und man erfährt dann auch so ganz rudimentär immer ein bisschen mehr über diesen Unfall, aber leider nicht so viel oder beziehungsweise die Story geht auch ansonsten nicht sehr entscheidend weiter, dass das Ganze Spaß macht, muss ich leider sagen. Also ich habe mich echt zwischendurch immer mal wieder gequält, obwohl das immer nur so 25 bis 27 Minuten sind. Ja, das zieht sich doch seit den Folgen. Ich bin jetzt bei der 15 mittlerweile. Da geht's jetzt so langsam, kriegt es nochmal eine neue Wendung. Aber über die weiß man halt momentan noch nicht viel. Es geht jetzt in der Verbindung in die weitere Vergangenheit, ins Jahr 1933. Das könnte ein bisschen was Interessantes versprechen für die nächsten Folgen. Aber so momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, hängt es doch ziemlich durch. Und ich hoffe einfach mal, dass die letzten 5 Folgen dann jetzt nochmal das Ruder nochmal rumreißen und das Ganze dann doch nochmal interessanter wird. Also so bis zur 10 war ich nicht begeistert, aber doch war das okay. Aber jetzt hier so 11 bis 15, oh, ich weiß nicht, also da hat's mich so ein bisschen verloren. Aber ich werde weiterhören und werde berichten, ob das Ding die Kurve noch kriegt. Es klingt ein bisschen wie Lost in Neulich momentan. Ja, aber genau umgekehrt. Genau. Das, was ich später bei Lost in Neulich zu kritisieren habe, das ist genau das Gegenteil. Ja, das werden wir dann nachher hören. Ja, dann kommen wir als nächstes zur gelben Serie. Es gibt ja, genau. Das ist die gelbe Serie. Die Audionarchie hat wieder zugeschlagen und uns eine neue Folge Giallo beschert, die Folge 4 Schattenschlitzer. Und die ist aus der Feder von Markus Duschek. Und das geht doch sehr giallohaft los. Also man bedient wirklich sehr schön das, ist das ein Genre? Ja. Oder aus dieser Zeit eben mit diesen bestimmte Sorte B-Movie mit diesem ganz besonderen Flair. Ja, das greift man hier wieder sehr schön auf. Es geht am Anfang nämlich ein bisschen schlüpfrig los. Also Vorsicht, Vorsicht. Zwinker, zwinker, kicher, kicher. Es geht nämlich um ein Dreiergespann junger Menschen, zwei Frauen und einen Mann, die in München zusammen im Bett liegen und planen, was sie so als nächstes machen. Die sind so in Europa unterwegs, also ein Mann und eine Frau, Stefania und Luca, genau, die kommen aus Italien. Und treffen eben in München auf Antonella. Und ja, wie gesagt, die drei vergnügen sich dann so ein bisschen miteinander. Antonella ist noch so ein bisschen, ja, die muss man noch so ein bisschen locken. Die anderen beiden sind da schon so ein bisschen frivoler. Und ja, dann beschließen sie eben nach Italien zurückzufahren mit dem Nachtzug, überreden Antonella auch dazu und schwuppdiwupp sitzen sie im Zug. Und dort treffen sie erstmal auf eine professionelle Dame. Das ist also sehr schön, also eine wunderschöne Kunstpause. Das solltest du wirklich. Also das ist eine Pulitzer-preisverdächtige Kunstpause. Sehr gut. Sehr schön. Ja, Dame, genau. Und unterhalten Sie so ein bisschen mit ihr. Ja, Stefania ist nicht so begeistert, weil ja, die ist halt noch ein Stückchen frivoler als sie selbst. Das ist so ein bisschen so ein Konkurrenzkampf. Naja, und dann, ja, was soll man sagen? Natürlich passiert dann da ein Mord in diesem Zug und zwar ganz schön drastisch, denn der Luca, der hat sich mit dieser
professionellen vergnügt und ist dann so ein bisschen eingeschlafen und dann aufgewacht. Da war so ein Schatten und die Frau war tot und ihr Blut klebt auch an seinen Händen. Also müssen die drei irgendwie flüchten, tun dies dann auch und dann wird's ganz wild. Sie müssen dann mehr oder minder so ein bisschen trampen und landen dann quasi im nächsten B-Movie von einem B-Movie ins nächste B-Movie. Dann ist es nämlich eher so eine Hinterwäldler-Gruselgeschichte, die dann da draus wird, in einem abgelegenen Hof, wo sie dann landen mit so einem ganz merkwürdigen Typen, den man nicht so recht einschätzen kann. Und dann kriegt das Ganze eben noch die eine oder andere schlitzige Wendung. Ja, das ist als Genrestück wirklich schön zu hören. Ein ganz, ganz dickes Plus tatsächlich ist, finde ich, die Musik, die das ganz toll macht, finde ich. Mhm. Die hat nämlich dieses ganz besondere, edgige, nenne ich es jetzt mal, was in diesem Film auch kommt. Ich weiß nicht, ist Suspiria ist doch auch Cello, oder? Du fährst mich so. Oder liege ich da fehl? Also zumindest mich erinnert das, also bei Suspiria, beim Original, war das ja irgend so eine, oh Gott, jetzt werden mich hier die Cello-Fans wahrscheinlich auspeitschen gleich. Wie hieß denn diese komische Band? Goblin, so hieß sie, genau. Die da diese ganz mysteriöse, komische Musik gemacht hat. Also alles ein bisschen besonders und mysteriös und merkwürdig. Ja, das wurde hier, finde ich, sehr schön aufgegriffen. Ansonsten, die Sprecher machen das auch sehr schön. Man muss sich halt drauf einstellen. Das ist ein Genrestück. Es ist kein, ne? Wir müssen es nicht bloß sagen. Aber wenn man das wirklich so akzeptiert als Genrestück, als freches Horrorstückchen, mit so ein paar schönen Drehs und Wendungen, dann wird man da bestens unterhalten, finde ich. Ja, ich finde, also so funktioniert das, weil das Stück sich auch selbst nicht ernst nimmt und sich auch tatsächlich als Genrestück verstanden sehen will. Und da darf man natürlich auch entsprechend überall auf die Kacke hauen. Also wenn sowas, man kennt so ähnliche Storys, also auch so diese Schlüpfrigkeit und sowas ja so aus so Gruselschuckern, da wirkt das schnell billig, weil diese Hörspiele sich oft zu ernst nehmen. Und hier ist es tatsächlich so, dass man, also diese Ironie, die dieses Stück umweht, also die dieses Genre auch umweht, dass man, also das aus heutiger Sicht sicherlich nicht mehr ernst nimmt, wenn man das produziert, fände ich das schon ziemlich gelungen und insofern auch hörbar. Ich glaube, früher im Originalgenre hat man das wahrscheinlich ernster genommen, wobei man, glaube ich, da sich auch bewusst war, dass man hier keine große Kunst produziert. Aber Hochkultur. Ja, keine Hochkultur. Das ist eher der bessere Begriff. Es wäre jetzt nicht in Aspekte gekommen oder so, ja. Ja, genau. Ist halt wirklich, ja, als Genrestück ist es tatsächlich super. Also weil das halt wirklich in allen Punkten genau das abbildet, was das Genre braucht. Wo du die Musik sagst, diese Schlüpfrigkeit, die aber immer nur so, eigentlich nur verbal bleibt. Man kriegt ja sonst kaum was mit in dem Hörspiel. Also das ist schon ziemlich gut getroffen. Ja, also da kann man wirklich seinen Spaß mit haben. Hört das gerne an. Doch, das mag ich. Wirklich Laune. Ja, du magst ja gerne schlüpfrig. Ich immer sehr schlüpfrig. Um mal das Klischee von dem alten weißen Mann nochmal so richtig zu komplimentieren. Genau. So, dann kommen wir zu was Nein. Das ist quasi das andere Ende der Hörerschaft, würde ich jetzt mal sagen. Kinder- und Jugendhörspielbereich eher. Und zwar der gute alte Huibu hat eine neue Folge rausgebracht, beziehungsweise Europa über ihn, aus der wundervollen Reihe Neue Welt. Die Folge 37, die magische Karte von Christian Geilus, der ja schon die eine oder andere Geschichte zu Huibu beigesteuert hat. Und da geht es doch sehr fantastisch zu. Erstmal ganz klassisch, die Kinder, also Tommy und Sophie und Huibu, graben im Keller von Schloss Burgegg herum und entdecken dort eine Karte, die titelgebende. Und das ist ganz komisch, das ist wie so eine Art Brettspiel, also habe ich mir das zumindest vorgestellt. Da ist so ein Rätseltext mit dran und so eine Landkarte, die sich dann so ein bisschen so verändert. Alles ist merkwürdig und dann passiert noch Merkwürdigeres, denn dann wird fast die komplette Belegschaft von Burgegg in diese Karte reingezogen oder in diese Fantasiewelt, die dort ausgebreitet liegt. Der Einzige, der übrig bleibt, ist der Kastellan, der sich dann auch später wundert, auf diese Karte guckt und dann beobachtet, wie sich dort Dinge und Gestalten bewegen auf dieser Karte. Und das sind tatsächlich
ja, die Belegschaft von Burgegg, die es, wie gesagt, in diese Karte und in diese Welt gezogen hat. Diese Welt ist so eine fantastische, ja, fantastische Fantasy-Welt, bestehend aus einem Land, das ist so ein Wüstenland, und das andere, das ist so eine Sumpflandschaft. Ja, und da merkt man schon, okay, da scheint es irgendwie in der Vergangenheit mal eine Katastrophe gegeben zu haben, denn früher war alles besser. Da hatten die Wüstenbewohner auch Wasser, und andersrum war es beim anderen nicht so nass. Und dementsprechend haben sich die Figuren halt auch so ein bisschen angepasst. Ne? In der Wüste, da sind sie alles irgendwie zu Mumien geworden. Ja, die Belegschaft von Schloss Burgegg ist aufgesplittet. Also sie sind nicht alle zusammen, sondern ne, die einen sind in der einen Welt, die anderen sind in der anderen Welt und lernen dort eben die Bewohner und die Herrscher kennen und die Probleme, die es da gibt. Und natürlich auch, klar, so eine Art Ausweg aus dem Ganzen, wenn sie eben ein Abenteuer bestehen. Und das, ja, kein großer Spoiler, das tun sie dann auch. Und am Ende sind alle glücklich und zufrieden. Und ob sie es schaffen, aus dieser Karte wieder rauszukommen, wir werden es sehen. Ja, ist erstmal so von der Idee her, ist eine schöne Geschichte. Mir war das zu viel Fantasy. Okay. Und zwar zu viel Fantasy. Ich war da schon raus. Du warst schon raus. Es ist halt im Endeffekt, wie man sich so ein Standard-Fantasy-Roman vorstellt, aber das eben quasi zusammengestaucht und zusammengepresst in eine Huibu-Folge, wo man eben diese Charaktere platziert und als diese Abenteurer, die da sonst aus dieser Welt rauskommen, eben von außen mit reinbringt und da halt agieren lässt und da dieses Problem dieser Welt löst. Mir hat das nicht so gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da steckt viel drin von dem, was Huibu sonst so ausmacht, auch ein bisschen Humor und ist alles schön und gut. Ah, die Geschichte war mir zu baukastig, was das anbelangt. Sorry. Ja, also okay. Ich bin da irgendwie nicht drüber weggekommen. Auch diese Welten, wie die platziert werden und dann diese komischen Figuren, die da drin halt so agieren. Das war mir alles ein bisschen zu schubladig, ganz ehrlich gesagt. Ja. Und da bin ich nicht so ganz drüber weggekommen, was mir das so ein bisschen verhagelt hat. Und ja, kann man trotzdem ganz gut hören, wie gesagt, weil es eben, ja, von der Inszenierung ist das wie immer toll gemacht und schön geschauspielert. Alles gut, alles schön, aber ja, die Geschichte hat mir nicht so zugesagt, weil eben, ja, wie gesagt, das war mir zu Fantasy-baukastig. Ja, okay. Ich glaube, du hättest auch keine Freude gehabt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich bei deiner Schilderung nicht irgendwo den Ansatz gehört habe, ach, guck mal, nee, eigentlich nicht. Ja, aber Fantasy ist schon schwierig bei mir und dann, ja. Ja, und du weißt halt genau, was passiert, ne? Ja. Du weißt, okay, in der Mitte, ah ja, jetzt kommt hier dieser Konflikt, ah, jetzt kommt irgendwie ein Hinweis, dass, wie sie das lösen können, ah ja, jetzt sind sie dann da. Oh, jetzt ist ja noch ein Problem übrig. Ja, jetzt haben wir noch 10 Minuten Spielzeit. Das müssen sie jetzt auch noch irgendwie noch lösen. Okay, gebongt. Ist jetzt keine sonderliche Überraschung da drin. Ja. Ja. Schade. Ja, aber ich möchte es euch nicht verhageln. Also wenn man so... Doch. Wenn man's Fantasy, nein, das ist gemein. Wie gesagt, es stimmt ja trotzdem so einiges. Und Huibu kann man eigentlich immer hören und auch seinen Spaß dran haben. Ja, ist okay. Meins war es nicht so diesmal. Okay. Ja, eher meins war dann auch ein Hörspiel, was der SWR schon im Jahr 2005 produziert hat und was jetzt nochmal gesendet wurde und auch in der ARD-Audiothek zur Verfügung steht, nämlich das Hörspiel Hundstage nach Alicia Jiménez-Bartlett heißt es wahrscheinlich konkret, Jiménez-Bartlett, weil es spielt ja auch in Spanien und von daher wird es auch eher eine Spanierin sein als statt einer Engländerin, oder? Ich denke ja. Dass der erste Name Jiménez ist, deutet ja wahrscheinlich auch darauf hin. Wahrscheinlich, wenn es jetzt rauskommt, wohnt die Frau seit 4 Generationen in Wattenscheid. Ja, wir werden Wattenscheid, Wuppertal gleichzeitig, das ist schon, wir nähern uns immer mehr an. Ich hatte irgendwas mit W, da ist mir Wuppertal eingefallen. Wahrscheinlich wegen der Schwebebahnfolge von Hamm. Ja. Ja, es geht nach Spanien. Dort wird in Madrid ein Mann geschlagen und befindet sich seither in Lebensgefahr und keiner weiß, wer das ist. Er hat keine Papiere bei sich. Das Einzige, was eine Spur bieten könnte, ist ein Hund, der da herumstreunt und der offenbar eine Beziehung zu diesem Mann hat.
unsere Ermittler, einmal Petra Delicado, die wir ja schon aus einigen Fällen von Alicia Jimenez-Bartlett kennen. Hey, und das klingt ja richtig gut, als ob das hier Spanisch und so. Als ob ich das schon jetzt mehrfach gesagt hätte, oder? Ja. Und der Subinspektor Fermin Garçon, die ermitteln jetzt, also Petra Delicado nimmt den Hund bei sich auf, weil sie den auch nicht anderweitig unterbringen kann. Ja, und mit Hilfe dieses Hundes starten nun die Ermittlungen erstmal, um hinter die Identität des Mannes zu kommen. Und ich kann mal ruhig ohne große Spoilerwarnung vorausschicken, irgendwann stirbt halt dieser Mann und dann geht es halt eben nicht mehr um schwere Körperverletzungen, sondern tatsächlich um Mord beziehungsweise gegebenenfalls Totschlag. Aber es wird natürlich erstmal vom Übelsten ausgegangen, also ein Mordfall. Und man ermittelt jetzt und anhand dieses Hundes hat man halt also auch keinen anderen Ansatz, als sich in der Hundewelt umzuschauen. Und das heißt, man klappert jetzt Hundesalons ab, Hundetrainer und so weiter. Und tatsächlich findet sich dann irgendwann doch eine Spur aufgrund dieser besonderen Art des Hundes. Da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Und es deutet sich an, dass es da ein anderes Verbrechen im Hintergrund gibt, was zu diesem Mordfall geführt hat. Und ja, das fand ich einen tatsächlich sehr interessanten Fall, der richtig Spaß macht. Es ist ein Zweiteiler, also zwei Radiostunden lang bearbeitet und der Regie von Leonard Koppelmann und Musik von Henrik Albrecht. Das hört man im Ding auch an. Das klingt tatsächlich wie, ja, der gute Koppelmann-Krimi. Also es hat so eine, es klingt so ein bisschen nach 90er, obwohl es von 2005 ist. Also hat so eine schöne Patina, die so diesen, ja, vielen südländischen Krimis, also ob das jetzt Donna Leon ist oder so, also die in dieser Zeit produziert wurden. Also die haben so ein bestimmtes Flair, was man denen immer anmerkt, also so mit einem getragenen Erzähler und so. Und das ist auch hier wieder zu finden. Das mag ich sehr, mochte ich immer sehr. Deswegen hat mir auch dieser Fall gefallen, weil er auch aufgrund dieses Hundethemas doch eine ganz besondere Note hat und eine besondere Originalität. Und da würde ich euch doch raten, da in jedem Fall mal reinzuladen. Wie gesagt, es gibt seit Februar, es ist wieder in der ARD-Audiothek verfügbar und sollte doch, denke ich, für zwei Radiostunden Krimi-Spaß sorgen. Cool, sehr schön. Mache ich. Siehst du? So, dann, ich habe noch was gehört. Ja, und zwar ebenfalls ARD-Audiothek gab es ein Hörspiel von oder beziehungsweise nach Tommy Weringa, ein Stück aus Holland. Und hätte mich jetzt so vom Titel her jetzt nicht so direkt angesprochen. Es heißt Joe's Speedboat, keine Zeit für Helden. In den Hauptrollen, und das ist, glaube ich, ist allein schon ein Grund für viele einzuschalten, Jens Wawacek und Andreas Fröhlich. Dass die zwei mal zusammen in einem Hörspiel sind. Das hat ja noch nie gegeben. Das, also, das finde ich schon grandios. Und tatsächlich ist dieser Plot auch sehr strange. Es geht um Franzie, der ist querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl, hat also kaum noch Skills, die er nutzen kann. Das Einzige ist, er ist in der Muskulatur recht kräftig, weil er einen etwas stupiden Job hat, der ihn in den Armen doch ziemlich stark werden lässt. Und der trifft eines Tages auf einen Kumpel, Joe Speedboat, der so ein ja ziemlich schräger Typ ist und der auch sehr, sehr interessante Ideen immer hat. Unter anderem entdeckt er plötzlich eine Geschäftsidee, dass Franzie zwar körperlich eingeschränkt ist, aber unheimliche Kraft hat und er macht aus ihm einen Armwrestling-Star. Und diese Begegnung wird dann noch ergänzt, dass eine Frau noch mit ins Spiel kommt und dadurch gibt es es ist kein Roadmovie, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Roadmovie. Eine ja sehr schräge Story, so es hat so Anleihen im Coming of Age, es hat sehr skurrile Elemente, die so ein bisschen an so die ganzen weirden Hörspiele von Metropolo und sowas erinnern, aber dann auch wieder ganz nüchterne, auch ganz tragische Elemente, wenn es um das menschliche Leid und den Tod geht, was hier auch sehr, sehr eindrücklich präsentiert wird. Also eine Story, die kaum greifbar ist, aber die so viel Spaß macht. Also das war wirklich ein Hörspiel, was mich total überrollt hat, weil die Story ist so bunt und vielfältig und so divers in den einzelnen Punkten ist, ohne da besonders auf irgendeine Woke-Schiene gesetzt zu sein, sondern das Ganze auch mit einer ja sehr viel Political Uncorrectness rüberbringt, die aber in dem Kontext irgendwie wieder total korrekt wirkt und auch total Sinn macht. Also würde ich doch jedem mal empfehlen, der ja nicht unbedingt einen
wie soll ich sagen, so einen ganz runden Plot braucht, aber von einem ja, besonderen Flair, von einem besonderer Originalität angeregt wird, der sollte doch hier unbedingt mal reinhören. Also ich meine jetzt insbesondere dich, also dir wird das garantiert richtig gut gefallen. Cool, ja, das klang schon sehr, sehr. Ja, also es hat mich so ein bisschen an das Flair von Craigs Tagebuch erinnert, aber halt natürlich eine ganz andere Ausrichtung, ganz andere Dreste, aber das wirkt locker leicht und ist doch in vielen Punkten so extrem tragisch, also eine ganz tolle Mischung. Also für mich hat es so ein bisschen ein anderes Thema, aber irgendwie so ein Nick Twispick irgendwie. Ja, ja, genau. Ja. Cool. So, kommen wir zum genauen Gegenteil. Ja. Was am Originalitätssektor? John Sinclair Classics, die Folge 49, Die Rache des Kreuzritters. Was übrigens, ich habe mich ja belesen, quasi der letzte Gespensterkrimiband ist. Aber weil 49 scheiße ist, gönnt man dem noch eine 50 und dann ist, glaube ich, Feierabend bei den Classics. Echt? Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, weil dann eben alle Gespensterkrimi-Folgen von John Sinclair, weiß man ja als John Sinclair-Fan, ne, dass die Classics, das sind ja die Gespensterkrimi. Wissen wir ja alle. Ach ja, vier junge Menschen wollen sich eine Burg angucken, / da Aufnahmen machen, weil hier schöner Hintergrund und so. Keine gute Idee, weil auf dem Schloss / drumherum jemand sein Unwesen treibt, nämlich ein Kreuzritter, der damals seine ungetreue Ehefrau geköpft hat und immer wieder zurückkommt. Und ja, so ist es auch hier. Und ja, es wird aber nicht, es geht nicht nur den Frauen an den Kragen, sondern ja, auch die Männer müssen dann dran glauben. Also das ist schon ganz drastisch, weil halt so Hauptfiguren auch mal hops gehen. Dann taucht auf einmal Will Malmann auf, der dann natürlich auch John Sinclair Bescheid gibt und so plumpsen die zwei in diese Geschichte rein, so ein bisschen unvermittelt und müssen sich halt um diesen Kreuzritter kümmern und bums ist die Folge aus. Ja, da ist jetzt nicht so viel dahinter, was die Geschichte anbelangt. Nee, aber wirklich gar nicht. Aber es ist halt so, bei John Sinclair macht das nicht wirklich viel aus, weil abgeschlossene Folge, bin ich ja ein großer Fan, ohne großen Popanz und es wird so ein bisschen mal das Kreuz mit reingenommen, also die Geschichte des Kreuzes, weil das ja verlustig gegangen ist, ja, wird das halt mal als Thema aufgegriffen, aber sonst ist da nicht viel Sinclair-Universum da. Und so ist selbst sowas okay, weil gut umgesetzt, Schauspieler machen das wirklich toll und ja, auch so kann man tatsächlich eine Stunde Spaß mit dem Ding haben und denkt da nicht groß drüber nach. Ja. Aber das ist schon sehr dünne. Aber ein Punkt muss ich dann doch kritisieren. Das große Olaf regt sich auf Thema im März. Rat mal, der französische Akzent. Ach, grüne Neune, ja. Okay. Ja, warum? Um dem Ganzen ein bisschen Farbe zu verleihen. Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Also es spielen in diesem Hörspiel Franzosen, Engländer und Deutsche. Alles spielt in Frankreich. Engländer ist mir so. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, sprechen auch alle Französisch in diesem Stück. Müssen sie ja. Gell? Ja. So, also hört man, alle stimmen normal, bis auf den Franzosen, der einen französischen Akzent hat. Ja, weil der halt noch doller Französisch spricht. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich sag mal, Will Malmann hat ja auch keinen Akzent. Gut, der klingt ziemlich deutsch, das muss ich schon sagen. Ja, kann man drüber stolpern, ja. Ja, das also mich nervt das. Also lasst es doch ganz weg. Also ich meine, ihr macht es bei Will Malmann und Sinclair macht ja auch keinen Unterschied. Klar, es ist ein bisschen schwierig, in deutschen Akzent nachzuahmen, aber... Du kannst so preußisch klingen. Ja, lass es einfach weg. Es wirkt selten gut, wenn man irgendwie so einen Akzent nachahmt. Das ist meistens nie konsequent und es wirkt immer albern und billig. Das ist ja ganz spannend. Da ging es ja im aktuellen Bobcast auch drum, beim verschwundenen Schatz. Stimmt. Da war mal ein wirklich positives Beispiel, genau, wie man jemand aus dem asiatischen Raum durch Haltung, das fand ich ein sehr schönes Wort, das trifft ziemlich gut, durch innere Haltung, also dadurch, dass man eine bestimmte Anspannung im Körper quasi ändert, um das so zu transportieren, als direkt über die Sprache. Und das hat mich sehr, sehr verfolgt tatsächlich. Und stimmt, ja, also wirklich, da hat man das gehört, dass das auch so funktioniert. Und ja, toll. Ja. Geht auch so. Ich weiß nicht, was für eine innere Haltung jetzt so ein Franzose hat. So laissez-faire, aber richtig, ich weiß nicht.
Ja, aber es ist, also wie gesagt, also wenn die drei Fragezeichen das 1983 oder wann es auch immer war, konnten, ja, dann sollte man doch heute annehmen, also bevor man sich irgendein Dialekt da ins Mikro brummelt, ob das wirklich Sinn macht und ob das, also mal unabhängig davon, ob das politisch korrekt ist, das ist ja noch mal eine andere Frage, das stimmt, aber ob das wirklich Sinn macht und ob das der Story aufhilft oder ob das Ganze nicht einfach in eine besondere Albernheit reinzieht, die es eigentlich nicht bräuchte. Meine Ironie ist vielleicht nicht schlecht, aber so Albernheit brauche ich dann im Grusel dann auch nicht unbedingt, oder? Ja, es ist mir was ganz albern. Ja. Ja, genau, dann richtig und auf die 12 oder eine Sinclair Comedy draus machen, aber so der Mischmasch, also das brauche ich dann wirklich nicht und das hat mich auch dann extrem gestört. Okay. Aber wir haben, es ist der Monat der französischen Akzente, da machst du halt nichts. Passenderweise kommen wir zu Georges Simenon. Ja, ab nach Frankreich. Ja, dann kein Mucks des. Bastian Pastewka hat wieder ein Hörspiel rausgeräumt und diesmal was vom BR aus dem Jahr 1955. Ein Georges Simenon. Guck an. Und zwar Die gelben Schuhe des Herrn Berthier. Ein Hörspiel, das ich auch vorher nicht kannte. Ja, darin geht es um den Mord an einem Lagerverwalter, der auf einer Parkbank erstochen aufgefunden wird. Und das sieht erst nach einem Mord aus, für den es irgendwie gar kein Motiv geben kann oder beziehungsweise sollte. Der führt ein eigentlich biederes Leben, hat eine Ehefrau, die ein bisschen kratzbürstig ist und das Ganze ja, lässt einen etwas ratlos zurück, bis dann irgendwelche Ungereimtheiten aufkommen. Denn es stellt sich plötzlich heraus, ja, dieser brave Lagerverwalter ist eigentlich gar kein Lagerverwalter mehr, weil die Firma hat ihn irgendwann entlassen müssen. Und ja, irgendwie muss er ja jetzt in der Zeit was anderes gemacht haben. Und dann tauchen immer mehr Aspekte auf, wie der sein Leben gestaltet hat, wenn er morgens aus dem Haus ist, bevor er abends wieder heimkam. Und das ist dann wirklich fast interessanter wie die Aufklärung des Mordes, sondern dahinter zu kommen, was hinter diesem Doppelleben steckt und wie das Ganze funktioniert haben könnte. Die gelben Schuhe spielen dabei auch eine Rolle, denn die sind so das Sinnbild dafür, dass er aus seinem Leben damals ausgebrochen und all diese Freiheit genossen hat, indem er gelbe Schuhe dann getragen hat, die so ja ganz außergewöhnlich waren und also so quasi so ein Sinnbild für den Ausbruch. Giallo-Schuhe, genau. Dann natürlich gibt es dann auch eine Erklärung für diesen Mord und auch einen Täter wird dann schließlich ermittelt. Das wäre ja auch komisch, wenn das in einem Georges Simenon nicht passiert. Was schön ist, das Ganze ist dann auch noch ein interessanter Twist am Ende, der im Hörspiel überhaupt nicht aufgelöst wird, sondern erst in der Absage. Aber das klärt Bastian Pastewka ziemlich gut. Das fand ich aber auch ein ziemlich witziger Move, dass man das erst am Ende erfährt, mit wem man es da in dem Hörspiel eigentlich zu tun hatte. Was ich auch krass fand, Hans Klarin wird vermöbelt. Der junge Hans Klarin kriegt Backpfeifen. Backpfeifen, genau, ja, das stimmt. Ja, also da wurde schon erklärt, also so Menschenrechte und sowas war es nicht so weit her mit. Also auch in den 50er Jahren nicht. Also da wurde ja, dann... Wenn so ein junger Mensch nicht spurt... Dann kriegt er halt mal Backpfeifen im Verhör. Jawohl. Ja, läuft schon. Also was man sonst nur aus Schimanski-Tatorts kennt... Das findet man hier bei Georges Simenon dann auch. Aber wenn es der Wahrheitsfindung dient. Ja, also schon ziemlich schräg, aber wie gesagt, es ist auch von 1955 und da sind doch manche Uhren auch noch ein bisschen anders gelaufen. Doch fand ich ein sehr originelles Stück, weil es halt mal ja so ein bisschen von dem üblichen, wer ist der Täter, auch mal so eine Spur weggeht, sondern auch mal so tatsächlich sich drum kümmert, wer war eigentlich das Opfer. Das ist ja hier das, was im eigentlichen Mittelpunkt steht, dass der Täter später noch ans Licht kommt, ist dann eher so die Dreingabe, die es halt braucht, damit das Ding rund wird. Aber der eigentlich wichtige Aspekt ist eher das besondere Leben des Herrn Betty. Und ja, fand ich tatsächlich sehr witzig und unterhaltsam. Naja, witzig ist das falsche Wort, aber sehr vergnüglich. Also so im Mindbook auf die Schrullen, die dieses Stück hat. Ja. Dann die Frage, dass nie in diesem Hörspiel erklärt wird, wer da eigentlich der Kommissar ist und das erst im Abspann deutlich wird. Ja, fand ich gut und hörenswert und wie immer eine sehr schöne Keimucks-Folge. Ja, da haben wir noch eine. Und da hat sich Pastewka auch was ganz
Besonderes ausgesucht. Eine ganz besondere Reihe ist wieder von Rolf Biebricher, den hatten wir schon mit Angst im Schloss. Hm. Eine SR-Produktion aus 1970 und zwar eine Reihe, der ich auch noch nie was gehört habe. Peter Armstrong lebt gefährlich. Peter Armstrong ist nämlich Chefreporter beim Daily Globe in London und er bekommt es immer als Chefreporter immer mal mit anscheinend mit Kriminalfällen zu tun und hier hat er schon das eine oder andere Mal auch Scotland Yard zur Seite gestanden und jetzt verschlägt es ihn in die Schweiz, wo ein Hausmädchen bei einem Antiquitätenhändler angeblich Selbstmord versucht hat und er fährt dorthin, also nicht als Kriminalist, sondern er tut halt dann so, als ja einfach so, will halt einfach mal nachgucken und so unbedarft und wird vorstellig bei diesem Antiquitätenhändler, der ein sehr mürrischer einer ist. Da merkt man doch relativ fix, dass mit dem dann doch irgendwas im Argen ist und dann passiert es tatsächlich doch, dass dieses Mädchen stirbt. Und Peter Armstrong bohrt dort weiter im Leben dieses Mannes und da kommt dann doch einiges zutage, was dieser Mensch im Verborgenen lieber hätte halten wollen. Und so geht es dann auch ziemlich hoch her und auch ihm an den Kragen tatsächlich und wird ganz schön, wie es der Titel schon sagt, gefährlich. Wie es in der ganzen Reihe wahrscheinlich sein wird. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, wie aufdringlich, sage ich jetzt mal, dieser Peter Armstrong ist, ne, Reporter halt. Ja, das Besondere und Herausragende an dieser Serie ist, dass dieser Mensch von Chris Howland gesprochen wird. Ja. Der das in seiner radiomoderatorhaften Art einfach auch macht, wie man das so von ihm kennt. Ist auch sehr schön, Bastian Pastewka bringt sehr viel über Chris Howland dann auch natürlich im Umfeld dieses Stückes und auch Ausschnitte aus seinen Radiosendungen, die ihn ja so berühmt gemacht haben. Und das war mir gar nicht, also ist natürlich vor meiner Zeit, aber das ist schon eine ganz besondere Art, die er damit mit kurz einwerfen, ist sogar vor meiner Zeit. Ist sogar vor meiner Zeit. Das will was halten. Und das ist schon sehr, sehr cool, finde ich, dass da dargestellt wird, was er an frischem Wind quasi ins Radio so ein bisschen gebracht, was heißt so ein bisschen, ganz deutlich gebracht hat und diese amerikanische Art so ein bisschen ins Radio gebracht hat. Und man kann sich schon gut vorstellen, warum die Leute da so auf ihn abgefahren sind in der damaligen Zeit. Also das ist einfach sehr unterhaltsam. Und so ist auch dieses Stück tatsächlich, es lebt total von ihm und von seiner speziellen Art. Das ist aber schon, sehr, sehr eigen, sage ich jetzt mal. Und da darf man jetzt auch den Fokus nicht so auf den Krimi legen, sondern es ist schon eher diese sehr unterhaltsame Art, wie er diese Rolle gestaltet und den Hörer da mitnimmt, was das Ganze doch sehr bunt macht und ist ein schönes Schätzchen, was da ausgegraben wurde. Und mir hat das Spaß gemacht, das zu hören. Aber es ist schon speziell und ist jetzt weniger so der Krimi selber, sondern mehr so die Umstände und Chris Howland, der das Ding dann besonders macht. Ja, das merkt man, dass man hat da die Figur Chris Howland und schreibt dann da irgendwie eine Story drumherum, genau, in der er agieren kann. Das war ja auch, was das Stück so ein bisschen merkwürdig macht, ist ja, dass das so ein Episodenstück ist, was dann in 7 oder 8 Teilen so, ich weiß nicht, ob es über einen Tag verteilt oder über eine Woche, über Wochen verteilt, immer mal wieder gesendet wurden. Also das kam dann immer mal so 5 Minuten ein Stückchen im Programm. Dann ging es irgendwann weiter. Also das war kein zusammenhängendes Stück und das ist dann halt auch so ein bisschen fürs direkt durchhören, wirkt das manchmal so ein bisschen sperrig und holprig. Aber ja, also es ist als Stilblüte doch schon zumindest mal ein Ohr wert. Ich kannte es tatsächlich auch, ich hatte auch noch nie was davon gehört, obwohl mir ja doch so einige Radioklassiker durchaus schon mal im Leben begegnet sind, die man irgendwie wahrgenommen hat. Und das ist irgendwie immer so unterm Radar geliefen. Und ja, großes Lob an Bastian Pastewka, dass sowas dann auch mal aus dem Archiv gehoben wird. Also ich hätte da nie von erfahren sonst. Sehr schön, ja. Auch hier wieder, ne? Kann man sehr, sehr gerne hören. Macht sehr viel Spaß. Auch wenn es nur das Drumherum ist tatsächlich, ja. Ja. Allein das ist schon toll. Dann zu etwas doch deutlich anderem. Kira Kolumna hat auch eine neue Folge draußen und zwar die Folge 9 kam im Februar, Ende Februar, eingeschneit heißt die Folge. Von Matthias von Bornstedt und es geht in die Karibik, nein. Nein, die Klasse von Kira Kolumna, also ihre Klasse, fährt in einen Skiurlaub, was man halt so macht in der Schule. Weißt du, bist du mal mit der Schule in Skiurlaub gefahren? Nee, aber das gibt's tatsächlich. Also Echt? Meine Kinder hätten beide die Gelegenheit, das zu machen tatsächlich, auf unterschiedlichen Schulen. Okay. Aber bei uns gab's das nicht. Verletzen die sich da nicht alle? Also das finde ich irgendwie mal, ist egal. Ich habe in meinem Leben noch nie auf Skiern gestanden.
Und für mich ist immer die Vorstellung, sobald ich mich auf die Skier packe, habe ich irgendwie einen Bänderriss oder so. Mhm. Das ist so meine Vorstellung vom Skifahren. Weiß nicht, ob ich da irgendwie einfach bekloppt bin. Hm. Also die Klasse von Kira fährt da eben hin auf so eine Skihütte und alle freuen sich. Na, bis auf eine, die beste Freundin, die ist nur so ein bisschen gebremst, denn sie kann nicht Skifahren. Und so wird die Klasse eben auch, ist halt doof, ne? Fährt man zum Skifahren, kann nicht Skifahren. Hm. Deswegen, die Klasse wird aber auch aufgesplittet und zwar in erfahrenere SkifahrerInnen und diejenigen, die es halt noch nicht so gut können, / gar nicht können. Und so wird halt auch ja der Freundeskreis so ein bisschen auseinandergerissen. Der Lars schließt sich aber der Freundin an, denn ja, der denkt sich, ja, ich will da Snowboard fahren und dann kann ich noch so ein bisschen so abchillen und ja. Ja, wie gesagt, so splitten sie sich eben auf. Im Vorfeld ist schon ein bisschen merkwürdig, denn es gibt ja dann noch die Saskia, die so ein bisschen das Glitzer-Glamour-Party-Girl der Klasse ist, die ja auch in diversen Skiurlauben schon war und da so ein bisschen angibt und ja, das ist halt so immer, wird immer so dargestellt, nicht so wirklich die netteste, weil die eben alles für ihre Instagrammability tut und da immer Fotos schießt und ja. Dann kommt, wie es kommen muss, ne? Die drei, also der Lars, die Saskia und die Kira, die drei, die Skifahren können, die wollen sich so ein bisschen abseits der Wege tummeln und machen so ein bisschen was Gefährliches und Kira ist so, naja, soll ich da mitmachen? Na komm. Und so fahren sie halt da in irgendeine Höhle und da ist natürlich das, was könnte da passieren, wenn sie in diese Höhle reingehen. Die Höhle bricht ein. Bam, bam. Und müssen sie halt da wieder irgendwie rauskommen und dann kommt ein Geheimnis zutage, was vorher schon so ein bisschen vorgeshadowt wird, was die Saskia anbelangt. Das ist nämlich nicht nur die glitzernde, glänzende Instagram-Braut, sondern die hat auch ein, ja, Spoiler, gesundheitliches Problem, was dann damit reinspielt und ab da wird die Folge dann tatsächlich gut. Vorher ist es halt so, ja, so dieses übliche Mädcheninternatige. Genau, das zwar schon alles auf so einem aktuellen Stand ist, sage ich jetzt mal, auch so die aktuelleren Probleme wälzt. Ja, allerdings, also da wird es dann wirklich interessant und gut und bringt halt, na, sobald halt so eine Figur so ein bisschen gebrochen wird und da so ein bisschen Hintergrund geschaffen wird, funktioniert das dann auch. Und ja, wird dann höchst dramatisch und ja, bums ist die Folge aus. Wer dann zur Rettung auftaucht, das kann man sich dann auch vorher schon denken. Ja, ist okay. Wie gesagt, dadurch, dass an den Figuren so ein bisschen geschraubt wird im Verlaufe dieser Geschichte, kriegt das dann auch so ein bisschen tieferen Tiefschnee. Schön. Und wird dann doch ganz in Ordnung. Ja, aber ist jetzt nicht die beste Folge. Aber es ist in Ordnung. Ne, es ist Winter. Kann man auch mal eine Schneefolge machen. Ist okay. Ja, muss ja. Muss ja. Ja, ja, so. Ich habe was Neues gehört. Es gibt eine neue Serie oder eher Reihe bei Hermann Media. Christoph Sobol hat es geschrieben. Und zwar heißt die Reihe Küstenmorde und die erste Folge Spurlos. Das klingt jetzt erstmal noch so ein bisschen beliebig, bietet nicht viel Fleisch. Aber ich habe gedacht, naja, du hörst mal rein. Könnte ja was sein. Ist tatsächlich, fand ich den Anfang schon mal zumindest interessant, denn man setzt da auf ein momentan sehr beliebtes Pferd, nämlich den True Crime Podcast. So fängt das Ganze nämlich an, dass man eine Frau zu einem Fall befragt in einem True Crime Podcast Format, also so wird so als Interview-Podcast angekündigt und die erzählt dann von einem Verbrechen und dann blendet das Ganze um in einen Mord an einer jungen Frau, beziehungsweise an mehreren Morden, an einer Mordserie, die aufgeklärt werden soll. Mittendrin ist die Studentin Edda, deren Freundin eben eines dieser Opfer wird und die jetzt sich selbst auf die Spurensuche macht, weil die Polizei natürlich wieder mal nicht in die Richtung ermitteln will, die Edda da ganz eindeutig sieht und das Verschwinden ihrer Freundin nur als eben bloßes Verschwinden abtut und nicht als weiteren Fall in dieser Kette. Natürlich löst sich das Ganze auch irgendwie auf irgendwann. Das ist ganz okay. Das ist kein großer, toller Krimi-Plot, aber lässt sich tatsächlich gut hören. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass man das mit dem True Crime so ein bisschen verschenkt hat. Also, dass man das nicht mehr eingebunden hat und das tatsächlich als True Crime-Podcast erzählt und dann immer nur so Einblendungen in dieses Hörspiel dazu macht, sondern das tatsächlich mehr in ein normales Hörspiel übergeht mit Erzählpassagen. Also, das hätte ich mir schon eher
ja so ein bisschen gewünscht, dass man diesen Erzähler-Part quasi ersetzt durch einen tatsächlichen True-Crime-Podcast-Part, weil das hätte das Ganze tatsächlich interessanter gemacht, meiner Meinung nach. Und das wäre vielleicht eine Anregung für die Zukunft, dass man, wenn man schon in diesem Feld ackert, das auch dann richtig nutzt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass damit durchaus einige Hörer zu erreichen werden. Es gibt so viele True-Crime-Fälle, die man auch so erzählen könnte. Macht das doch einfach. Also das Leben ist manchmal doch weitaus facettenreicher und interessanter als manche Krimis, die sich ein Autor erdenkt. Und von daher wäre das vielleicht, also hätte ich zumindest gut gefunden, wenn man ja dieses Format dem ein bisschen mehr Futter gäbe. Aber ansonsten, man konnte es hören, aber es ist auch nichts, was man, also wenn du mich in 3 Monaten fragen würdest, um was ging es denn da, würde ich wahrscheinlich noch nicht mal das True Crime wieder auf dem Schirm haben. Dafür ist es dann zu einfach in der Fallgestaltung, hätte dann eben mit so einer besonderen Darreichungsform eher punkten können. Ich bin gerade bei Katja Welbert hängen geblieben. Ja. Das ist Katja Brügger, oder? Ja, ja schon, ne? Aber auch eindeutig zu hören. Okay. Ist interessant, dass sie da ihr Pseudonym. Ja, also ich habe das, ist ja wahrscheinlich von irgendwo übernommen. Wahrscheinlich ist das ja der für die Vertriebsangabe. Ja, ja. Das ist spannend. Ja, ich musste gerade an, wie hieß das denn? True Crime verschwunden. Ach, diesen Podcast. Ja, wie hieß das? Aber das war ja so ein richtiger True Crime Podcast, ja. Trage, das meine ich, ja. Genau. In die Richtung hatte ich gerade gedacht, ja. Wo man hören konnte, was man mit sowas machen kann. Das fand ich auch spannend, ja. Ja, ja, also das ist hier, also das fängt dann gut an, aber es nimmt das Format dann nicht weiter mit und das war eigentlich ein bisschen schade, weil ich glaube, das wäre tatsächlich, das hätte dem Stück ganz gut getan, wenn man das durchgezogen hätte und dem mehr Fleisch gegeben hätte. Fleisch. Ja. Ja, dann noch was, was ich gehört habe aus dem BR-Hörspielpool. Da gibt es ein neues Stück von Maya Dasgupta. Das ist an mein Ohr gedrungen und wurde auch gleich Hörspiel des Monats Februar. Das schon mal vorweg zum Newsblog. Ja, in Liberté geht es um eine Frau, die tatsächlich gelebt hat und die eine sehr interessante Biografie hat, aber über die man landläufig wahrscheinlich überhaupt nichts weiß. Und das war für Maya Dasgupta eigentlich ein Grund auch zu sagen, hier diese Figur, die muss mal ans Licht, eine große Frau, die total in Vergessenheit geraten ist, die Großes geleistet hatte, im Kleinen, vermeintlich. Und zwar geht es um Noor Inayat Khan, die in Russland geboren, dann in Frankreich und England aufgewachsen ist und im Nazi-Deutschland später lebte und für die Engländer spioniert hat. Und das wurde ihr irgendwann zum Verhängnis und sie wurde gefangen genommen und auch schließlich ermordet. In diesem Hörspiel geht es jetzt darum, dass ihre Chefin Vera Atkins, die verantwortlich war für den Einsatz, also mitverantwortlich war für den Einsatz, die ihre Ausbilderin war, die macht sich nach dem Krieg auf die Spurensuche nach ihr, weil es nicht so ganz klar ist, was mit ihr passiert ist. Es gibt, die Spur verliert sich. Man vermutet natürlich, dass sie in irgendeinem KZ umgekommen ist, aber so genau weiß man es halt nicht. Und daher begibt man sich jetzt auf die Spurensuche. Das macht sie zusammen mit einem weiteren Verantwortlichen von damals, Leo Marx, der ja quasi den Auslöser gab, denn er hat den Namen von Noor Inayat Khan erstmals in seiner Autobiografie erwähnt und dadurch kam diese tragische Geschichte und diese besondere Geschichte auch erst ans Licht, denn Noor Inayat Khan hatte einen sehr interessanten Hintergrund. Sie ist zwar Britin, ist aber so aus einem indischen Adelsgeschlecht entstammt sie und also das machte sie allein schon besonders und sie hatte auch eine besondere Art insgesamt. Sie war eigentlich Kinderbuchautorin und hatte so eine besondere Naivität, die sie zum Beispiel auch in Augen ihres Chefs Leo Marx eigentlich vollkommen ungeeignet als Agent machte, aber sie war trotzdem eine der wertvollsten Quellen und eine der langlebigsten Quellen in Deutschland. Ja, von diesem besonderen Leben berichtet das Hörspiel Liberté. Es ist durch die Bank interessant, weil das halt wirklich eine fantastisch interessante Figur ist. Man hängt da komplett an den Lippen der Autorin und dieses halb dokuhafte, halb erzählende Hörspiel macht das Ganze auch lebendig. Aber er hat den Nachteil, dass das Ganze durch diesen hohen
Doku-Anteil, beziehungsweise der Doku ist ein bisschen schwierig, aber man versucht es so ein bisschen so im seriösen Feature-Fach zu halten und das Ganze so eine gewisse Nüchternheit zu geben. Das fand ich in dem Fall ein bisschen schade, weil ich glaube, das hätte tatsächlich das Zeug gehabt, ein richtig spannendes Hörspiel zu werden. Also wenn man sich auf das Erzählerische mehr verlegt hätte und versucht hätte, das über die Story zu entwickeln. Es wäre ja trotzdem immer noch da gewesen, dass das einen realen Hintergrund hat und dass das keine rein fiktionale Story ist, sondern dass diese Figur tatsächlich gelebt hätte. Wahrscheinlich wollte man das ein bisschen seriöser erzählen. Es ist okay, aber ich glaube, es hätte tatsächlich in der Story deutlich mehr Potenzial gehabt, um auch vielleicht eine andere Hörspielhörerschicht zu erreichen, die vielleicht mit diesem Dokumentarischen eher weniger anfangen kann und mehr über das Erzählerische kommt. Und also das hätte zumindest mal eine schöne Audiothek-Präsenz verdient gehabt, die auch bestimmt ihre Hörer dann gefunden hätte. Aber ich glaube, hier ist der gebremste Schaum ein bisschen da und das wird eher so in der Nischenecke bleiben, befürchte ich. Interessant. Ich habe auch gerade in ihrer Biografie Nadia Boulanger gelesen. Okay. Da ist mir wieder begegnet, ja. Eine Komponistin, eine französische, bei der sie irgendwie auch Musikausbildung gemacht hat. Ganz spannende Figur. Ja. Ja, jetzt machen wir ein Päuschen. Okay. Ja, bis gleich. Bis gleich.